Weiß ich nicht. Oh, könnte auch nur 9 sein. Es ist 6 oder 9. Das ist, tja, fast 6. Das sieht nach 6 aus. Oh. Ich dachte, für Nikolaus muss ja irgendwas anderes sein. Ein Angry Bird. Deswegen habe ich gesagt, guck mal. Du, wenn es dir nicht gefällt, da sind Süßigkeiten und Penny kriegt ja, das. Ja, Penny kriegt das, ja. Ja? Hat Papa auch gesagt. Wenn es nicht magst, dann kriegt es Penny. Guten Morgen, also ich werde mich heute definitiv kurz fassen, weil ich habe so einen Husten. Mein Hals tut so weh. Ja, mal gucken. Ich habe heute noch einen Termin um 11:45, glaube ich. Den nehme ich jetzt wahr, aber ich lege mich dann immer aufs Ohr. Ich bin echt völlig fertig. Und ja, heute haben wir ja schon den 6. Dezember, Christmas Vlog, Tag Nummer 9, wenn ich mich nicht irre. Ja, das war noch ein Abschiedsgeschenk von Deutschland, eine fette Erkältung, da hätte ich jetzt auch drauf verzichten können. Bei Nase ist jetzt gerade zu und ja, ich bin völlig fertig, aber gut. Ja, auch nicht so viel geschlafen. Ich bin ja schon seit 6:30 wach, aber ich kann mich nicht aufraffen, so viel zu machen. Ich habe ein bisschen Wäsche gemacht, aber hier sieht es aus, wie hätte eine Bombe eingeschlagen. Die ganzen Kartons von Weihnachtskram stehen hier noch rum. Ach, ich bin so fertig. Das glaubt mir kein Mensch. Naja, der Nikolaus war heute auch bei uns da, also Kind hatte auch nicht mehr Schuhe geputzt oder so, was, eine Kleinigkeit hat sie dann jetzt bekommen, kann ich euch mal zeigen. Einmal so Barbecue Pringles und das sind so gemischte Hotdog mit Mars, M&M's, Snickers. Und dann hat sie so eine Plätzchenform mit Nikolaus, so rum, Ausstechform mit Nikolaus bekommen. Ja. So. Und dann noch so eine, ja, 24 Weihnachtsgeschichten als Buch. Zum Knobeln auch Geschichten, Rätsel drin, Weihnachtsgeschichten kann man vorlesen. Ja, es kam jetzt ein bisschen später an, deswegen machen wir das jetzt erst. Ich habe Dominosteine bekommen. Und mein Mann hat ein Marzipanbrot bekommen aus Deutschland. Dann hat sie noch so einen, ja, auch 24 Tage Adventskalender von Harry Potter bekommen, wo man auch so ein paar Knobelsachen machen kann und halt Rezepte, die man nachbacken kann oder kochen kann oder wie auch immer. Naja, gut. So, ich schreibe jetzt Weihnachtskarten, 3 Stück. Die nehme ich jetzt gleich mit und ich mache das immer so, dass ich dann quasi immer wieder so 5, 6, 7 fertig mache und losschicke. So, ich bin jetzt wieder zurück. Ich war beim Nagelstudio, habe jetzt die Nägel schön. Ja, ich habe noch einen schnellen Geschenk geholt für meinen Mann. Weil der hat ja Montag Geburtstag, meine Tochter, am 9. Dezember. Und ich habe gerade entdeckt, Elfie hat ihre Schaukel mitgebracht. Und wollte ja mal gucken, wie so ein Elf schaukelt. Ja. Ich habe richtig Schüttelfrost. Ja, ich weiß nicht, ob ich morgen filmen kann. Ich werde sehen. Deswegen werde ich jetzt auch diesen Christmas-Vlog heute nicht so lang machen. Und wir sehen uns morgen. Werdet ihr sehen, ob ich eins hochlade oder nicht. Sonst mache ich ein paar Tage Pause. Ich habe hier noch ein schönes Gedicht rausgesucht. Das Buch habe ich eben zwei Amazon so bestellt. Omas Adventsgeschichten.
geheimnisvolle Weihnachtszeit. Liegt ein Geheimnis in der Luft, spürst du ein heimlich süßer Duft. Ist alles voller Heiterkeit, beginnt die schöne Weihnachtszeit. Macht dir das Rätselraten Spaß? Bist du vor Neugier rot und blass? Ist alles voller Heimlichkeit, ist sie da, die Weihnachtszeit. Pocht dir das Herz vor Spannung laut? Fühlst du ein Kribbeln auf der Haut? Ist alles voller Wachsamkeit? Dann ist Weihnacht nicht mehr weit. Liegen Pakete unterm Baum? Duftet es süß in jedem Raum? Sind alle voller Fröhlichkeit? Ist das Christkind nicht mehr weit? Also mehr kann ich jetzt nicht vorlesen, weil mein Hals kratzt und ja, wie gesagt, mich hat es voll erwischt. Ich bin Hunde fertig. Ich lege mich gleich aufs Sofa. Auf jeden Fall sind hier auch richtig schöne Geschichten drin. Wenn es mir dann besser geht, dann lese ich auch mal eine Geschichte vor, die dann so 2-3 Seiten hat. Wie gesagt, das Buch kann ich nur empfehlen, das ist richtig, richtig schön. Omas Adventsgeschichten. Kostet bei Amazon, ich glaube, 5-6 Euro oder so. Kostet auch nicht die Welt und man kann den Kindern was vorlesen und ich finde das eigentlich ganz schön. Ja. Und dann werdet ihr sehen, ob wir uns morgen sehen. Ich werde jetzt gleich erstmal Fieber messen, weil es habe ich mega, mega gefroren. Jetzt ist mir mega, mega heiß. Also ich habe richtig dicken Pullover drunter und trotzdem ist mir noch kalt. Und ja, da hilft einfach nur schlafen, ausruhen, einen Weihnachtsfilm gucken und ja. Dann werden wir uns morgen vielleicht sehen. Ja, ihr werdet sehen. Auf jeden Fall habe ich mir diese schöne Kopfbedeckung bestellt. Ja, ich finde es ganz cool. Ja. Ja, dann sehen wir uns vielleicht morgen oder vielleicht auch nicht. Ich kann es ja nicht vorhersagen, ob es noch schlimmer wird. Okay, dann sage ich erstmal tschüss. Tschüss und beende diesen Christmas-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war heute nicht so aufregend, aber muss es ja auch nicht sein. Aber ich zeige euch nochmal eben was. Das fand ich auch ganz schön. Das habe ich jetzt dieses Jahr auch wieder so gemacht. Mit Kerze auch und dann Lichterkette und dann mit den blauen Kugeln. Ja, finde ich eigentlich ganz schön. Dann bis mein nächsten Video.